Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Das zweite Video. Ich habe es geschafft, ich habe einen Run. wer mich noch nicht kennt, hi, ich bin Lara Christine und das ist mein Podcast MS im Gepäck, Episode 2. Falls du meine erste Episode noch nicht gesehen hast, ich verlinke sie dir unten und du findest sie auch auf meinem Kanal. Da stelle ich mich nochmal ganz kurz vor und erzähle, was so passiert ist, denn dieses ganze YouTube-Ding, das mache ich eigentlich schon ziemlich lange, war aber jetzt eine ziemlich lange Zeit weg, über ein Jahr und jetzt bin ich wieder da. In meinem heutigen Video soll es über MS gehen, über Multiple Sklerose. Ich habe tatsächlich auch Stichpunkte gemacht, deshalb werde ich da ab und zu mal drauf gucken, damit ich nichts vergesse. Ich werde nochmal, auch wenn es hier schon noch einige gibt, die mich schon ganz lange verfolgen, klingt immer so merkwürdig, hier zuschauen, möchte ich nochmal ganz kurz meine MS-Reise erzählen, was so passiert ist, wann wurde ich diagnostiziert, was habe ich Medikamente genommen oder auch nicht und dann bis heute kommen und erzählen, wie gerade der aktuelle Stand ist. Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Ich habe endlich mal die Mikros, die ich mir bestellt habe, ausprobiert. Da ich aber kein wirkliches Budget habe, sind diese Mikros unter 20 Euro. Aber ich glaube, es ist besser als vorher. Wir werden sehen. Los geht's. Vorher ein Disclaimer, den ich immer sage und der mir sehr, sehr wichtig ist. Ich erzähle von meiner MS, von meinem Körper, von meiner Reise. Das hier ist keine medizinische Beratung und dient auch so nicht. Ich bin kein medizinisches Fachpersonal, ich bin keine Ärztin, keine Krankenschwester, keine Apothekerin, nichts. Wenn du medizinische Fragen hast oder dir unsicher bist, bitte such dir professionelle Hilfe. Bitte geh zu einer Ärztin, Neurologin, was auch immer. Ich gebe hier keine Empfehlungen, auch nicht medikamentenmäßig. Ich werde erzählen, dass ich welche genommen habe und kurz, wie das für mich war, aber auch nicht zu viel, weil ich möchte da, ich habe das in der Vergangenheit gemacht und ich werde das nicht mehr machen, weil damit eine Riesenverantwortung einhergeht. Wenn ich darüber so öffentlich spreche. Und jeder Körper, wie schon gesagt, ist anders. Jeder reagiert anders auf Medikamente oder auch keine Medikamente zu nehmen. Es gab auch eine lange Zeit, ich will jetzt nicht spoilern. Das hier ist keine Empfehlung. Ich erzähle von meiner Reise und bitte nochmal, wenn du medizinische Fragen hast, dann wende dich bitte an Fachpersonal und sprich das ab. Jeder ist anders. Jeder hat vielleicht, der eine oder die andere hat noch eine zusätzliche Autoimmunkrankheit oder was ganz anderes oder vielleicht gar nichts und ernährt sich so. Also da spielen so viele Komponenten rein. Jeder ist so individuell. Man kann nicht von einer Person auf die andere schließen. Und jeder sollte, kann und in diesem Fall auch muss seinen ganz eigenen Weg finden. Ja. Denn, wie nicht umsonst gesagt, die MS ist die Krankheit der tausend Gesichter. So. Ich glaube, ich habe meinen Standpunkt rübergebracht. Fangen wir an. Also, ich wurde diagnostiziert mit MS am 10. April 2015. Das ist mittlerweile 9 Jahre her. Das ist krass. Ich hatte schon ganz lange Symptome vor der Diagnose, musste ganz oft auf Toilette. Gerade bei emotionalen Skype-Gesprächen war ich danach kaputt, also Fatigue und noch ein paar andere Sachen. Ich habe da mal in einem Video auch drüber gesprochen und ich wusste ganz lange, dass irgendwas nicht normal ist. So habe ich es immer formuliert, würde ich so heute nicht mehr machen, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Und dann hatte ich
war gerade dabei, mein Studium zu beenden, hatte eine Trennung hinter mir, hatte dann einen intensiveren Trinkabend und hatte danach viel länger als sonst einen Kater, Kopfschmerzen, die 2 Wochen, glaube ich, anhielten, wenn ich mich recht entsinne. Und dann kam auch noch eine Sehstörung dazu. Ich wusste damals nicht, dass es eine Sehstörung ist, nur dass es irgendwas mit meinem Auge war. Und deshalb bin ich dann über Ostern, ich glaube am Karfreitag, in die ZNA, in die Notaufnahme gegangen. Aber weil es Ostern war, wurde zu mir gesagt, konnte kein MRT gemacht werden. Ich fasse das jetzt alles ganz kurz zusammen, weil sonst wäre das Video viel zu lang. Allein über die Diagnose könnte ich schon eine ganze Folge machen. Also wenn euch so eine komplette Folge nur mit meiner Diagnose und was da so passiert ist interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich mache jetzt erstmal die Kurzfassung. So, kurzum, ich sollte die nächste Woche wiederkommen, stationär aufgenommen werden für ein MRT, was mir damals schon hätte suspekt vorkommen müssen, weil ich das sonst nie machen musste, stationär aufgenommen werden. Und habe dann gewartet und habe dann tatsächlich mit einer meiner längsten Freundinnen gesprochen, die Medizinerkind und zu dem Zeitpunkt noch Medizinstudentin war. Und habe ihr das erzählt und sie meinte, bestimmt Migräne, ich habe das auch, so also ein paar Symptome, die du hast. Und dann habe ich sie gefragt, was es denn noch sein könnte, weil die Ärztin in der ZNA gesagt hat, es könnte auch was Schlimmeres sein. Und sie wollte mir das erst gar nicht sagen. Und irgendwann hat sie einfach gesagt, MS. Und dann war erstmal eine Pause. Und dann hat sie gesagt, nein, aber das hast du nicht. Aber irgendwas hat in mir Klick gemacht. Und ich habe mich dann damit beschäftigt, mich belesen und es hat einfach gepasst. Und dann habe ich mich halt die Woche über darauf vorbereitet schon mal. Ich habe mir gesagt, okay, du machst dich jetzt nicht verrückt. So eine 50-50-Chance, sagen wir mal. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Auch als ich dann aufgenommen wurde im Krankenhaus auf meinem Zettel, stand VAMS, habe ich sie auch wieder angerufen. Und ich so, was heißt denn VA? Ja, Verdacht auf. Aber das hast du nicht. Das, glaube ich, sollte ich nochmal von ihr hören. Das, ja, man hofft ja auch irgendwie doch immer, dass es das nicht ist. Ne? Es wurde dann MRT gemacht und nach dem MRT kam dann die Ärztin zu mir und hat sich hingesetzt und meinte, ja, wir haben da was gefunden, aber wir müssen noch Tests machen, Blut abnehmen. Ich glaube, einen Augentest wurden sie noch machen und die Lumbalpunktion, was, und da stehe ich bis heute hinter, das Schlimmste an der ganzen Diagnose war. Ne? Also jetzt nicht in meiner ganzen MS-Karriere, da bin ich drüber hinweg. Aber rund um die Diagnose rum, medizinisch, war das Schlimmste. Und ich habe sie dann ganz einfach gefragt, ist es MS? Und sie war ganz erstaunt und hat mich gefragt, wie ich denn darauf komme, habe ihr das erzählt. Und dann meinte sie, ja, zu, ich glaube, 98% oder 95%, aber wir müssen noch weitere Tests machen. Und da war es mir eigentlich schon fast klar. So wie ich mich erinnern kann, ist keiner zu mir hingegangen und hat gesagt, so Frau Lara Christine, wir haben MS. Aber am nächsten Tag wurde ich dann schon ans Cortison angeschlossen. Und damit war das ja auch irgendwie eindeutig. Irgendwann später habe ich dann einen Arzt gefragt. Und meinte so, hey, hi. Und der meinte dann, ja, sie wollen bestimmt wissen, wie es weitergeht. Und ja, vielleicht mal, weil sich niemand mit mir hingesetzt hat. Ganz, ganz viel passiert. Wie gesagt, zu lange für ein Video. Aber das Wichtigste damals für mich war, oder eins der wichtigsten Sachen, es sollte in weniger als 10 Tagen damals zum zweiten Mal für mich nach Asien gehen. Und die Frage hat sich dann natürlich für mich gestellt, geht das nicht, möchte ich das? Und während ich auf dem Krankenhausflur stand und mein Verband gewechselt wurde von der Schwester, hat mir ein Arzt einfach entgegengeworfen, dass das ja nicht gut wäre und dass ich das nicht machen sollte. Und wegen den Impfungen und dem Klima, aber ohne mich vorher aufgeklärt zu haben, was MS überhaupt ist, was das bedeutet und was er damit meint mit diesen ganzen Sachen. Warum? Und dann war ich ganz verunsichert für eine
Zeit, ein paar Stunden, glaube ich, und dann dachte ich mir, nee, jetzt erst recht. Hab mein MS-Lied gehört, was dann zu meinem MS-Lied wurde. Möchte es noch nicht teilen, aber ich werde es bestimmt irgendwann mal teilen, weil es sehr persönlich ist. Und dachte mir, nee, jetzt erst recht. Und bin dann tatsächlich auch, ich glaube, 12 Tage später oder so, saß ich im Flieger, im Gepäck DMS, mit MS im Gepäck. I love full circle moments. Naja. Und habe mich dann da erstmal richtig damit beschäftigt, was das überhaupt ist. Und das erste Mal, glaube ich, wo ich wirklich auch gegoogelt habe, saß ich in einem Café, wo ich das Jahr davor schon war, und habe dann rausgefunden, dass an dem Tag tatsächlich auch der Welt-MS-Tag war. Das war schon krass. Ich glaube, vor meiner Reise war ich dann schon bei einer Neurologin, wo mir gesagt wurde, ich kann mich entscheiden zwischen alle 2 Wochen spritzen oder 3-mal in der Woche spritzen. Und als ich dann wieder da war, habe ich dann auch meine erste Basistherapie angefangen. Das waren Spritzen. Die habe ich persönlich auch gut vertragen. Auch wenn ich wieder in Asien war, habe ich die Spritzen mitgenommen. Wie das ist mit Reisen und Medikamente mitnehmen. Falls euch das interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da kann ich auch nochmal ein Video drüber machen. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch online ist. Bei ein paar Videos habe ich runtergenommen, weil cringe, wenn ich mir das jetzt angucke. 9 Jahre ist eine ganz lange Zeit. Manchmal ein bisschen weird, mich dann zu beobachten, aber auch teilweise schön. Aber wir driften ab. Ich drifte ab. Und ja, die Medikation habe ich gut vertragen. Ich wollte dann aber irgendwann nicht mehr so oft spritzen in der Woche. Ich wollte nicht so oft damit konfrontiert sein und habe dann die Medikation gewechselt, dass ich nur noch alle 2 Wochen spritze. Ich wusste, dass ich dann mehr Nebenwirkungen haben werde, aber das war es mir zu dem Zeitpunkt wert. Tatsächlich waren die Nebenwirkungen dann doch so doll, dass ich mich nach einem Jahr dann entschieden habe, erstmal gar nichts zu nehmen. Das war dann zu dem Zeitpunkt, wo war ich dann 3 Jahre diagnostiziert. Und habe dann tatsächlich auch 3 Jahre lang keine Medikamente genommen. 2 Jahre davon ging das sehr gut. Ich glaube, ich hatte eine neue Läsion pro Jahr. Und einmal einen dollen Schub mit einer Sehnerventzündung, die nicht diagnostiziert war, weil da war ich gerade auch in Asien und auch am Reisen, dann auch in Vietnam. Das Video gibt's noch, das verlinke ich euch. Aber dann kam Corona. Und dann war ich in Deutschland ein ganzes Jahr am Stück. Und mit Corona und Deutschland und anderen Sachen war es zu viel für mich und meinen Körper. In dem Jahr hatte ich Schübe, ich glaube keiner davon klinisch diagnostiziert und habe auch nichts dafür genommen. Und bin dann nochmal nach Asien und habe dann aber abgebrochen in Asien. Nach 2,5 Monaten, weil es mir wirklich so schlecht ging. Und bin dann zum ersten Mal wegen MS, ich muss nochmal meine Brille aufsetzen, wie im letzten Video, weil sonst sehe ich nicht, ob die Kamera überhaupt noch aufnimmt. Ja, nicht mehr viel Zeit. Das war das erste Mal, dass ich wegen MS nach Deutschland musste oder mich dafür entschieden habe. Auch teilweise musste, teilweise entschieden, weil es mir wirklich so schlecht ging. Und das hat damals ganz viel in mir kaputt gemacht. War dann auch gleich bei meiner Neurologin. Es wurde gleich ein MRT gemacht. Und dann wurde auch gesehen, dass ich mehrere neue Läsionen habe seit dem letzten MRT vor einem Jahr. Ich werde nicht sagen, wie viele Läsionen. Und ich werde auch nicht sagen, wie viele ich insgesamt habe. Weil A, weiß ich nicht. Was ich sagen kann, ist, dass ich
bislang nur Läsionen im Kopf habe und nicht im Rücken. Aber ich werde nicht sagen, wie viele neue dazugekommen sind in dem Jahr und wo, weil das zu Vergleichen führen kann. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, jeder ist anders, jeder Körper ist anders, jede MS ist anders. Und zu vergleichen, okay, sie hat so und so viele Läsionen und da und ich habe dies und da, das finde ich kontraproduktiv und nicht richtig und da möchte ich kein Teil von sein. Ich glaube, ich mache erstmal einen kleinen Cut und mache ein neues Video. Ja, und dann saß ich da halt mit den ganzen neuen Läsionen. Und dann war natürlich die Frage, okay, was mache ich jetzt? War mir klar, dass ich zu dem Zeitpunkt ohne Medikamente nicht sein wollte, nicht sein konnte. Und dann habe ich mich zusammen mit meiner Neurologin für eine Medikation entschieden in Tablettenform. Ich habe im Dezember 2021 und im Januar ich habe im Dezember 2021 und im Januar 2022 die ersten Tabletten davon genommen, also erste Dosis, sage ich mal, das waren 6 Stück für mich und dann die zweite, dann war sozusagen ein Jahr Pause. Zwischendurch wurde ein Kontroll-MRT gemacht und dann im Dezember 2022 und im Januar 2023 dann nochmal Tabletten und damit ist die Therapie erstmal abgeschlossen. Die sind immunsupprimierend. Was für mich inmitten von Corona mit Zwängen nicht gut war für mein Sozialleben. Und ich habe in meiner letzten Folge schon erzählt, dass ich seit 2017 Zwänge entwickelt habe, also Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Und dadurch haben sich halt bei mir auch Zwänge dahingehend entwickelt, dass ich Angst vor Ansteckung, Angst vor Keimen habe, Waschzwang. Und mittlerweile ist es halt so, in mir widerstrebt es sich irgendwie gerade darüber zu sprechen, weil ich habe mir damals, als ich mir die Medikation ausgesucht habe, extra keine Erfahrungsberichte angeguckt. Ich habe mit meiner Neurologin darüber gesprochen, ich habe mir die Infoseiten, die sie mir gegeben hat, durchgelesen. Aber ich habe extra keine Erfahrungsberichte geguckt. Weil, wie schon gesagt, jeder ist anders. Jeder Körper ist anders. Jeder reagiert anders. Und ich bitte, das liegt mir wirklich am Herzen. Bitte nehmt euch an mir kein Beispiel. Mit den Informationen, die ich jetzt gegeben habe, kann man das googeln, wie das Medikament heißt, was das ist, ne? Und MS-technisch hat es für mich funktioniert. Seit 2021, seit dem MRT, was gezeigt hat, wie viele neue Läsionen ich habe, haben wir jedes Jahr ein neues MRT gemacht und ich habe nichts Neues dazu bekommen. Keine einzige Läsion. Meine Symptome sind eigentlich gleich geblieben oder vielleicht sogar ein bisschen besser geworden. Es ist schwierig für mich zu sagen, das auszuklamüsern, was ist jetzt MS, was ist die Folge von Depressionen, Zwängen, was halt noch so in mir drin steckt. Ne? Also das kann man ja nicht sagen, so das ist das, das ist das, das ist das. Aber MS-technisch hat das Medikament für mich gut gewirkt. Die Folgen aber, dadurch, dass ich immunsupprimiert war, mich dadurch
mehr distanziert habe von, also aus dem Sozialleben mehr rausgezogen habe, wobei ich eigentlich so eine ganz doll soziale Person bin, und vorher halt schon die Zwänge hatte und die sich dann auch in die Richtung mit Angst vor Keimen und Angst vor Ansteckungen und Waschzwang entwickelt haben, war das halt einfach unfassbar viel für mich psychisch. Und dann ist es halt so, dass immer noch 1,5 Jahre nach der letzten Medikamenteeinnahme mein Immunsystem ziemlich weit unten ist und es momentan seit langer Zeit stagniert, also die Werte halt auch nicht besser werden von den Leukozyten. Und das ist unfassbar frustrierend für mich, weil ich so gerne wieder mehr am Leben teilhaben möchte, ohne Angst zu haben, dass mir irgendwas passiert, weil es ist halt eben nicht mal nur eine Erkältung, die ich mir holen könnte. So jede Erkältung bringt halt auch die Gefahr, dass ein Schub entsteht. Und mit dem Schub bringt halt wieder die Gefahr, dass ich mehr eingeschränkt bin. Oder ich habe nicht mehr so viel Angst vor Corona, wie ich es mal hatte. Aber Long-Covid und was daraus entstehen kann, viele der Symptome habe ich schon. Ich brauche nicht noch mehr. Gleichzeitig möchte ich aber auch meine Zwänge loswerden. Und viele Zwänge habe ich schon abgelegt oder sie sind besser geworden, aber ich komme halt nur bis zu einem gewissen Punkt, weil da was Medizinisches ist, schwarz auf weiß, was mir sagt, okay, du musst dich schon mehr schützen als andere. So. Und auch wenn ich versuche, sie abzulegen, mir nicht mehr so oft die Hände zu waschen, mehr rauszugehen, mich mit anderen Leuten zu treffen und so weiter und so fort. Jedes Mal, wenn ich dann wieder diese Blutergebnisse sehe, zu denen ich jetzt auch oft hin muss, weil das so lange dauert, fast jeden Monat, sagen wir mal im Schnitt alle 2 Monate, muss ich da jetzt hin, um das zu überprüfen. Und ich dann wieder die Hoffnung reingesetzt habe, dass es besser ist und wieder enttäuscht wurde und wieder sehe, was mit meinem Immunsystem ist, das wirft mich jedes Mal wieder eine kleine Zeit lang zurück und ich muss wieder mich mehr anstrengen und mir sagen, es ist okay, du warst in der Zeit ja auch in Asien, du bist nie krank gewesen, es ist schon okay, es ist jetzt nicht so dramatisch, wie der Zwang dir das einreden will, es ist halt einfach unfassbar anstrengend. Und es macht mich müde. Und das ganze Ziel von der Therapie war ja, dass ich weniger Arztbesuche habe, mich weniger damit auseinandersetzen muss. Nicht im Sinne von, ich will es verdrängen, die MS. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Aber ich will mich nicht 24/7 damit beschäftigen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich seit 1,5, 2, 3 Jahren nichts anderes mache, als zu Arztbesuchen zu rennen, mein Blut abnehmen zu lassen und mich mit meinen Krankheiten zu beschäftigen. Und das nimmt so viel Lebensqualität und so viel Lebensenergie, die ich eigentlich in andere Sachen stecken möchte. Ich dann aber einfach nicht schaffe. Und das war auch einer mit der Gründe, warum ich hier so lange nichts hochgeladen habe. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Und all diese Gründe waren auch Teil meines Zusammenbruchs letzten Jahres. Ich bin einfach am Ende gewesen. Ich hatte teilweise mit Psychotherapie und Physiotherapie 3 bis 5 Arzttermine in der Woche. Es mag für manche nicht viel sein, weil sie mehr haben. Andere haben nie Arzttermine. So, ne, jetzt sind wir wieder im Vergleichen. Aber für mich, was wir ja nicht machen wollen, vergleichen. Für mich war das die Hölle. Meine ganze Identität
was ich ja vorher schon lange gemacht hat, wegen meiner MS-Arbeit, auch wegen den Videos und dann auch noch selber MS und über MS sprechen. Meine ganze Identität war irgendwann nur noch krank sein. Es war irgendwann nur noch krank sein. Und das hat mich noch kränker gemacht. Und irgendwann vor ein paar Monaten habe ich dann gesagt, Schluss. Auch gerade nach der Tagesklinik habe ich gesagt, Schluss. Jetzt ist vorbei. Stopp. Das funktioniert so nicht mehr für mich. Ich habe dann Physiotherapie schon gar nicht mehr weitergemacht, glaube ich, oder auslaufen lassen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte dann Lymphdrainage verschrieben bekommen, weil Anfang des Jahres war ich beim Arzt wegen Lipödem. Das habe ich auslaufen lassen. Ich habe dann eine Pause von Psychotherapie gemacht und alles nur noch aufs Nötigste beschränkt. Ich war halt bei einer Urologie jetzt, ne, und bei meiner Neurologin, aber das war's. Um erstmal wieder atmen zu können, um mich wieder erholen zu können, um meine Identität fernab von den Krankheiten erstmal wieder zu entdecken, wer ich bin, ohne ständig, dass ich ständig alles in meinem Kopf um die Krankheiten dreht, weil ich bin von morgens bis abends, Gott sei Dank nicht mehr so krass wie früher, aber von morgens bis abends ja schon mit meinen Zwängen beschäftigt. Dazu kommt noch eine Folge. Und dann noch die MS. Das ist viel zu viel. Plus alles andere, was dazu kommt. Mein Leben, wieder arbeiten anfangen, Sozialleben, Dating habe ich in letzter Folge erzählt, habe ich jetzt, lass ich sein, kein Bock, reicht. Aber das hatte ich zwischendurch mal versucht. Mein Ziehkind, Freunde sehen, Jobcenter, Arbeitsamt, Krankenkasse. Oi. Ich habe mich dann auch gefragt, ich bin schon so beschäftigt mit meinen Krankheiten und mit den Regeln von den ganzen anderen Sachen. Wie soll ich dann noch arbeiten, wenn ich an manchen Tagen nur das Nötigste, für mich Nötigste, in meinen Augen geschafft bekomme, den Haushalt, mich irgendwie zu füttern, wo ich auch struggle und dann so fertig bin am Abend, wie soll ich dann auch noch ab? Da hat meine Batterie den Geist aufgegeben. Aber das hat mir jetzt die Chance gegeben, nochmal auf meinen Zettel zu gucken. Und wieder ein bisschen zurückzukommen. Ne? Weil, wer mich kennt, Kurzhalten ist halt nicht meine Stärke. Deshalb ist dieser Podcast auch perfekt für mich. Was kann ich gut? Sitzen und reden. Perfekt. Ich würde auch gerne mal wieder Vlogs machen. Ich vermisse Vlogs. Aber ich habe halt einfach keine Kraft gehabt. Der Wille war da und so viele Ideen, aber die Kraft hat einfach gefehlt. Mal kurz gucken. Ja, das ist auch an. Ja, ich will auch nicht, sag ich auch immer, ne? Ich will auch nicht, dass es jetzt so düster wird, ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass die letzten Jahre, anderthalb und alles nur schlecht waren, ne? Also es gab auch viele schöne Momente, die ich hatte. Tolle Momente, Marmeladenglas-Momente und alles, ne? Aber wenn ich zurückblicke, ist halt das einfach sehr prägnant und es war halt einfach viel. Es war viel zu viel für mich. So. Und jetzt seit ein paar Monaten habe ich wieder mehr das Gefühl, atmen zu können und Stück für Stück zu mir zurückzukommen und mich freier zu fühlen und mich mutiger zu fühlen und mich wieder, Entschuldigung, ich habe Hunger, mein Bauchknochen. mich wieder zu entdecken, was
ich denn möchte, wohin ich will, wer ich bin und was mich ausmacht, fernab von den Krankheiten, aber auch mit den Krankheiten, weil sie gehören zu meinem Leben dazu. Und wie ich, glaube ich, auch in der letzten Episode gesagt habe, ich akzeptiere, dass ich MS habe. Ich akzeptiere, dass ich ein Alkoholproblem habe. Ich akzeptiere, dass ich Zwänge habe. Aber mit diesen ganzen Folgen zu leben, was das für mein Leben bedeutet, das ist halt einfach oft auch hart, ne? Und anstrengend und Energie, die ich aufbringen muss, ohne dass ich das möchte. Und diese Energie dann für viele andere Dinge fehlt, die ich viel lieber machen möchte. Nicht umsonst sagt man ja auch oft, oder hört man oft auch von anderen, chronisch krank sein ist ein Vollzeitjob, ein unbezahlter Vollzeitjob, wo man mehr Ausgaben hat als alles andere, also noch zusätzliche Ausgaben hat zu anderen, die undiagnostiziert sind oder nichts haben. Naja, ich hatte mich auch zeitweise nicht so ganz so gut aufgehoben gefühlt bei meiner Neurologin, mal so, aber jetzt beim letzten Mal, wo ich da war, war es wirklich gut. Als sie mir die Blutergebnisse genannt hat, konnte ich dann aber auch einfach nicht mehr und dann sind mir die Tränen gelaufen und dann habe ich dann sie irgendwann unterbrochen und habe gesagt, so, wie lange dauert das denn noch? Kann man irgendwie realistisch sagen, wann das aufhört, ne? Also zumindest wurde mir halt immer gesagt, dass es halt so lange ist, das kann mal vorkommen, dass sie das auch bei anderen sehen, weil natürlich hatte ich zwischendurch auch Angst, dass es vielleicht noch was anderes ist, was mein Immunsystem so lange unten hält, sage ich mal. Und habe dann auch wirklich angefangen zu weinen, habe gesagt, ich will das nicht mehr und habe mich dann auch kurz danach korrigiert und habe gesagt, ich kann das nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr jedes Mal dahin gehen will mit der Hoffnung, okay, jetzt ist es besser, jetzt ist es besser. Ich habe es jetzt abgelegt. Es ist nicht so, dass ich die Hoffnung verloren habe, aber ich glaube, ich habe es besser akzeptiert, dass es jetzt einfach erstmal so ist. Und ein bisschen mehr Frieden damit gefunden. Und versuche mir halt weiterhin Mut zuzusprechen und Sachen auszuprobieren und mich wieder mehr zu trauen in Bezug auf rausgehen, ein bisschen weniger ohne Maske aus einer BVG oder so, ne? Also das ist ja unser U-Bahn und so. Auch im Supermarkt, ne? Also draußen nehme ich eigentlich immer Maske, aber schon auch versuchen, wenn sie es draußen, naja, egal, sonst verhaspe ich mich. mich wieder mehr zu trauen. Und sie hat sich dann wirklich voll auf mich fokussiert, mir richtig zugehört, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, meine Vermutung ist auch, dass ich die letzte Patientin war an ihrem Tag. Und mit mir nochmal gesprochen, mir das nochmal erklärt und mir dann auch Medikamente mitgegeben zur Unterstützung, die ich nehmen kann, aber nicht muss. Ich fange jetzt wieder an, Vitamin D zu nehmen. Dann habe ich noch was bekommen, so für die Darmflora, sage ich mal, dass anti-entzündliche Stoffe besser aufgenommen werden können. Und noch zwei andere Sachen zur Unterstützung. Eins davon nehme ich nicht, weil seitdem ich zufällig im Beipackzettel gelesen habe, dass das Psychose machen kann und ich jetzt ja mental auch nicht so ein unbeschriebenes Blatt bin, denke so, nee. Wo natürlich auch der Zwang reinspielt, ne? Aber sind ja auch Sachen, die ich nehmen kann und nicht muss. Aber das war halt auch wieder so ein Ding. Ich gehe halt zu der Besprechung. MRT ist super, klar, keine Frage, aber anstatt frei herauszugehen, kam ich mit 4 Rezepten daraus, bin zur Apotheke und konnte dann über 60 Euro in der Apotheke bezahlen. Weil eins davon privat war und so eine große Packung, wie sie mir aufgeschrieben hat, bei dem anderen das nicht gab. Deshalb musste ich 5 Packungen kaufen und dann 5-mal extra dazu zahlen und
Also anstatt freier herauszukommen, habe ich wieder mehr Medikamente genommen und mehr Extrakosten aufgrund meiner chronischen Erkrankung. Und dass das halt so mein Leben ist, das ist halt einfach Kacke, ne? Es schmeckt mir nicht. Da bin ich auch ganz ehrlich. Das ist halt einfach, da kann ich auch nicht schön reden. Das ist halt einfach scheiße, ne? Also, wäre ich lieber 33 und gesund? Na klar. Jetzt hätte ich fast gesagt undiagnostiziert. Aber wäre ich lieber 33 und gesund? Ja. Gefällt mir das, dass das mein Leben ist? Nee. Gefällt es mir, dass ich zwischen Pest und Cholera entscheiden kann? Und dann ist es wenigstens die MS ist leise, was wichtig und gut ist. Aber so viele andere Sachen sind dann da, die einfach mega blöd sind. Ne? Also es ist... Muss ich mal auf meinen Zettel gucken. Ich habe gerade die letzten paar Minuten damit verbracht, zu überlegen, wie ich das hier positiv gestalten kann, beziehungsweise was ich noch Positives sagen könnte, ohne in die toxische Positivität abzurutschen. Weil ich auch selber das Video nicht gucken will und mir denken will, oh, mich selber runterziehen will. Weil, wie auch in meinem letzten Video gesagt, es ist nicht nur alles blöd und es ist nicht nur alles dunkel, es sind auch viele Lichtmomente da und viel, viel Schönes. Und ich bin der MS auch in vielen Dingen immer noch dankbar, ne? Dass sie in mein Leben getreten ist, dass ich dadurch mehr gereist bin und Dinge jetzt angehe oder früher angehe und nicht warte, auch später und Leute kennengelernt habe und mich Dinge getraut habe und dadurch auch noch empathischer geworden bin. Aber gleichzeitig sind natürlich auch viele Sachen, die da mit einhergehen, Kacke. Punkt. Also, was willst du da auch? Also, ist so. Ne? Ich hoffe, niemand, der jetzt frisch diagnostiziert ist, guckt das jetzt nicht, oh, mein Leben ist vorbei. Dein Leben ist nicht vorbei. Bitte, bitte, bitte denk das nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Leben zu gestalten mit MS. Das Leben, was für einen lebenswert ist. Vielleicht ist nicht das Leben, was man gerne gehabt hätte oder was man für sich vorgestellt hätte. Und manchmal weine ich auch, weil das Leben, was ich mir wirklich für mich wünsche, so nicht funktioniert. Und darüber darf ich traurig sein. Und ich darf das rauslassen. Und ich darf darum trauern, um die Version. Aber gleichzeitig möchte ich auch nicht aus den Augen verlieren, was ich jetzt habe. Wie viele Möglichkeiten ich habe. Und dass ich mein Leben, was ich jetzt habe, so gestalte, dass es für mich lebenswert ist. Und es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die unfassbar lebenswert sind, die so schön sind, dass ich schon wieder weinen will, aber diesmal vor Freude, die mein Herz bezaubern, meine Seele zum Strahlen bringen und ein Lächeln auf meine... Ugh. Das war jetzt ein bisschen zu cheesy, aber ihr versteht, was ich meine. Also es gibt so, wie in meinem letzten Video gesagt, man ist nicht nur schlecht und man ist nicht nur krank, man ist auch, ich möchte nicht für alle sprechen. Ich bin nicht nur schlecht und ich bin nicht nur krank. Ich bin so viel mehr und mein Leben ist so lebenswert. Und ich werde es jetzt noch mehr gestalten, dass es für mich schön ist und für mich passt. Mit MS, mit Zwängen, mit Alkoholproblemen. Und was für mich eine ganz krasse Nummer ist, ich war letzte Woche trotz immunsupprimiert, trotz Zwängen, trotz Waschzwang, also ja,
nicht so ganz extrem, aber schon auch, ne, Händewaschen und so. Trotz Angst vor Keimen war ich in der Sauna. Das erste Mal seit 2019 war ich in der Sauna. Und ich habe nicht schreiend Reis ausgenommen. Ich war 4 Stunden da fast und hab's genossen. Und ich habe da gelegen und ich habe geweint, weil ich so froh war und so dankbar, weil das so lange überhaupt nicht möglich gewesen wäre für mich. Das wäre undenkbar gewesen, dass ich mich das traue und das so durchziehe und das alles mache. Und ich hab's geschafft. Ich habe mich getraut. Ich habe mich aus meiner Komfortzone rausbewegt. Ich habe mich meinen Ängsten gestellt. Ich habe mich meinen Zwängen gestellt. Ich habe mich über sie gestellt. Und ich hatte einen so schönen Tag in der Sauna. Es tat mir so gut. Es tat meiner Seele so gut. Und dieses Erfolgserlebnis zu haben, war unfassbar wertvoll für mich. Und genau darum geht's ja auch. Sich selber mehr zuzutrauen. Natürlich realistisch, aber sich selber an sich selbst zu glauben. Trotz den ganzen Krankheiten. An sich selbst zu glauben. Es sich selbst wert zu sein, dass man weitermacht für sich. Und ich bin's wert für mich, dass ich weitermache. Und das möchte ich hier teilen. Und vielleicht kann ich dir dadurch ja auch ein bisschen Mut schenken. Vielleicht ein bisschen offener über all das zu sprechen, was dich beschäftigt, über die Krankheiten und den Mut zu finden, an dich zu glauben. Jetzt schläft mein Bein ein. Das ist natürlich jetzt eine blöde Überleitung. Aber ich glaube, wie viel? Oh je. Alright. On that note. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe erstmal alles so erzählt, dass es Sinn macht. Wenn ihr oder du zu einem bestimmten Teil von meiner MS-Reise mehr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder, wie gesagt, einen spezielleren Videowunsch genau zu meiner Diagnose. Vielleicht nochmal zu meiner Medikamentenreise. Wie gesagt, da muss ich ganz genau überlegen, was und wie ich das formuliere und sage. Oder wie es jetzt ist. Schreibt mir die Videowünsche gerne in die Kommentare. Ich speichere es mir ab. Ich schreibe es mir auf. Ne? Sind wir mal realistisch, ne? Abspeichern funktioniert jetzt auch nicht mehr so Bombe, also so toll. Aber ich schreibe es mir auf. Ich habe genug geredet. Ich habe jetzt selber Kopfschmerzen von mir bekommen. Ich muss erstmal Wasser trinken, ein paar Elektrolyte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Nächste Episode ist dann mein erster Gast da. Mein Kumpel Matthias, das hatte ich in der letzten Folge schon erzählt, der war der erste damals bei mir im Krankenhaus und hat jetzt ein paar Jahre später selber die Diagnose MS erhalten. Und wie es ihm damit so geht, erfährst du nächstes Mal. Ich wünsche dir nur das Beste. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen und vielleicht kannst du ja was für dich auch rausnehmen. Trau dich, du bist mutig, du bist stark. Ich glaube an dich. Bis zum nächsten Mal.